Hallo und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch. Heute machen wir Pfifferlinge in Sahnesoße. Für die Pfifferlinge in Sahnesoße brauchen wir natürlich Pfifferlinge, klein geschnittene Zwiebel und Knoblauch ist damit drin. Petersilie, ein bisschen Öl, Butter, Sahne, Weißwein und etwas Speisestärke. Und ein kleines Stück Wasser. Die Pfifferlinge, die putzt ihr. Ich habe extra einen noch hier gelassen. Das ist halt die größte Gefahr bei Pfifferlingen. Die müssen einfach weg. Die stellen. Ja, was brauchen wir noch? Eine sehr, sehr heiße Pfanne. Die habe ich schon mal vorgeheizt. Deswegen kommt auch zuerst Rapsöl rein, weil es eine höhere Hitze ab kann. Rein mit dem Stück Butter und den Zwiebeln gleichzeitig und Knoblauch. Knoblauch muss nicht sein, aber kann sein. Ich habe hier auch nur ein ganz kleines bisschen mit drin. Das will ich schön braten. Pfeffer, noch kein Salz, ganz wichtig. Löffel besorgen. Auch nicht zu wild jetzt dran rumrühren, das zieht alles nur Feuchtigkeit. Die Pfifferlinge haben jetzt etwas mehr Feuchtigkeit wie normal. Einfach, die waren sehr, sehr klein und waren auch ziemlich schmutzig, deswegen musste ich sie einmal kurz waschen. Normal putzt man sie so, es gibt ja auch ein extra Video, wie man Pilze putzt, aber wenn sie dann wirklich zu dreckig sind, dann hilft es nicht, ne? Dann kriegt man es nicht, diese kleinen, kriegst du nicht alles mit dem Tuch abgetrocknet und als Gewicht. Ganz kurz im Wasser gehabt, aber wie ihr seht, geht auch, es kocht hier nicht so wild rum, deswegen große Pfanne, damit das Gargut sich auch schnell verflüchtigt. Wir haben es jetzt schon am Braten. Man könnte jetzt noch zwei Rosmarin mit hineingeben. Das würde auch sehr gut passen. So, jetzt haben wir schön angebraten. Die Zwiebelchen sind auch schon schön glasig. Das ist auch ganz wichtig dabei. Jetzt löschen wir das mit etwas Weißwein ab. Da bin ich dann doch etwas heimatverbunden. Das ist ein Cocktail richtig von der Mosel. Dann rühre ich schon mal meine Speisestärke mit kaltem Wasser an. In der Regel ist das Maisstärke. So. Kommt die Sahne drauf. Ganz kleinen Schluck von der Speisestärke hinzu. Ein bisschen abhängig, wie eure Sahne ist von der Konsistenz, also wie viel Weißwein ihr drauf gemacht habt. Jetzt kommt erst das Salz hinein. Hätten wir es vorher gemacht, hätten die Pilze einfach so viel Wasser gezogen. Ich habe gleich ein bisschen Stärke drin gehabt. Nein, ich habe Weißwein. Ah, da haben wir schöne Konsistenz. So muss das aussehen. Frisch gehackte Petersilie rein. Oder Schnittlauch. Passt beides sehr, sehr gut. Das ist jetzt wieder glatte Petersilie. Immer der grausen Wurzel. Und fertig ist das Ganze. Ganz einfache Sache. Dazu Semmelknödel. Oder Kartoffeln oder Spätzle, wird super lecker. Vorbereitet, wenn das mal wirklich.